Ich liebe, auf andere Kontinente zu reisen, vor allem auf Asien. Mein erster Eindruck war ein wunderschönes Land. Wir sind gerade ans Meer gekommen. Hi, Swiss Team. Swiss Team? Are you guys Swiss Team? Die einzige Sache, die ich ein bisschen Mühe habe, ist mit dem Essen. Aber sonst ist alles mega cool. Also, die Leute sind sehr lieb. Der Halfpipe ist viel besser, als was wir alle gedacht haben. Und das Wetter ist angenehm, nicht zu kalt, nicht zu warm. Also, es ist richtig gut. David Hupp looks so right now. He's looking to try and make a move. He's in that spot down low. Let's see what he can do here. Hupp Lutzel in the pipe. In dem Moment, wo ich an der Pipe unten angekommen bin, nach meinem zweiten Lauf und gesehen, dass ich nicht im Finale bin, bin ich halt sehr enttäuscht gewesen. Aber als ich nachher gesehen habe, dass es für den Putt gelangt hat und ich ja, mein Frustchen verdauen konnte, habe ich mich logischerweise gefreut, weil wir sind ein Team und deshalb dürfen wir uns auch alle über den Erfolg von jemandem freuen. Was wir zum Beispiel neben dem Training und dem Wettkampf gemacht haben, wir sind einen Tag mal auf Soko gereist. Das ist eine Hafenstadt, 1,5 Stunden Autofahrt von hier entfernt. Das ist ein bisschen zu scharf für mich. Und, es ist nicht schlecht, es ist einfach voll anders, als was wir in der Schweiz haben und in Europa. Und darum wir müssen sich ein bisschen anpassen, aber in einer Woche ist ein bisschen zu wenig. Darum, ich glaube, nächstes Jahr nehme ich ein paar Sachen mit von der Schweiz. Ich habe das Essen sehr gerne, ja, und ich finde es auch sehr cool, wenn du in ein anderes Land kommst, auch wirklich so ein bisschen zu leben, wie die hier leben, und dich auch anpassen und wirklich alles probieren. He is from Switzerland, 22 years old, regular footer Patrick Bergener, drop it in. Sabo Suisse, Patrick Bergener, so ist der regular stage roll, drop it in. Bergener with a double on that one. See, you see the doubles right there. That's back-to-back doubles for the man. Nice slow rotation on that. Das Finale ist gut gelaufen eigentlich, bis zu der letzten Sprung. Es war so nah dran. Und, ich glaube, das ist eine Motivation für den Tag, nächstes Jahr Olympiade 2018. Und es wird alles gut sein.